So, die neuen Videos mit hoffentlich besserem Sound jetzt. Ich habe gerade auf dem Rückweg gemerkt, dass ich ja hier noch zu diesem Bertone, Lukas Perdone fahren soll. Und da mache ich mich doch jetzt mal gerade hin. Mal gucken, was hier passiert. Irgendwie auf der Karte sieht man eigentlich gar nicht, dass man da hin musste, aber naja, das stand ja im Auftrag. Mal schauen, was der jetzt noch für mich hat. Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas. Das heißt, ich muss jetzt nochmal dahin fahren, nach Hoboken. Hoboken, wie ich es nenne. Das ist ja, wieder da, wo ich eigentlich gerade hergekommen bin. Toll. So um rechts, die Zeit tickt runter für mich. Und ich hoffe, ich schaff's noch. Es wird echt verdammt knapp, aber es sieht ganz gut aus. Ich bin da jetzt da. Muss ich aussteigen oder was? Ah, okay. Was ist? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Lukas Platone schickt mich. Du musst abhauen. Die Bullen sind hierher unterwegs. Verdammt. Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Dann sieht mich niemand. Viel Glück. Jetzt darf ich da wieder hinfahren. Okay. Hier wird ja jetzt nichts Großartiges passieren. Ja, außer dass mir einer hinten reinfährt. Ach, da kommt die Polizei. Okay. Ja, gerade so geschafft. Dann weg hier. Mich werden sie jetzt nicht verfolgen, oder? Nee, da passiert nichts. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja, da bin ich jetzt auch schon wieder. Ist ja nichts Spektakuläres passiert. Das müsst ihr euch ja nicht antun, diese ganzen Autofahrten. Mal schauen, was der jetzt für mich hat wieder. Und was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Neues Auto wahrscheinlich. Aber nicht diese grüne Schemme da hinten. Nee. Nein. Oh. Den würde ich noch Der nicht ist mal klauen. brandneu. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Das erste Modell mit aerodynamisch geformter Karosserie. Sieht scharf aus, finde ich, aber manche Leute sind nicht beeindruckt. Naja. Hauptsache, er schnurrt wie ein Miezekätzchen, was? Und diebstahlfreundlich ist er. Einfach diesen Draht hier reinstecken, das war's. So einfach Der geht Typ das. in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus. Jetzt sag Verstehst ich, dass du? ich den Sehr holen gut, muss. danke. Nein, jetzt muss ich noch nach Oakwood fahren. Schauen wir mal, wo das ist. Er zwingt mich jetzt ja quasi, dass ich das Auto klaue. Oakwood, ach so, das ist die. Das ist die die Startzone von Freie Fahrt Extrem. Dann beam ich mich da mal wieder hin. So, jetzt bin ich in diesem wunderschönen Oakwood und da steht die Karre. Ich hoffe nur, dass das Ding jetzt auch irgendwie toller ist als das, was ich jetzt hatte, weil das Auto war eigentlich ganz gut. Das ist auch geil, die Farbe geht doch mal gar nicht. Links, rechts gucken, ganz unauffällig, ja. So, Airstream Four Door. Wie fährt denn das Ding? Mal den Tempobegrenzer gleich mal raus. Ja. Der beschleunigt schon gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ich kann jetzt damit erstmal zum Salieri zurückdüsen. Hoffentlich ohne Polizei erwischt zu werden. Ohne Polizei erwischt zu werden. So, da bin ich wieder. Wunderbar. Umerta. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy.
Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Das musste sein. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Hm. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht. Bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisce? Capisce. Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Na, schönen Dank. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Wenn der Don das sagt, dann ist das so. Aber das hört sich schon wieder sehr viel Standardprozedere an. Waffen holen, Auto zeigen lassen und irgendwie mehrmals durch die Stadt fahren, irgendwo wen suchen und finden. Frank suchen. Naja. Schauen wir mal, was ich hier für eine Knifte bekomme. Ich hoffe, Hallo, was ordentliches. Du weißt, warum ich hier bin? Gut. Ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ah, ja. Nein, ich dachte, eine Pistole. Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schutz. Ja, das ist doch das, was ich will. In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Ja. Damit triffst du immer. Wummt ordentlich rum. Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Ja, immer her damit. Kann man die verstecken? Leere Hände, schön. Jetzt noch eine Karre. Das ist wahrscheinlich die, an der Ralph da vorne rumfuchtelt. Ne, da hinten. Ah. Ja, komm Was raus. Was hast du heute für mich, Ralphie? Tommy, ich habe eine neue Kiste. Das sind alle Wagen, die ich hier bis jetzt schon hatte. Da hinten steht der von der letzten Nacht. Na komm, her damit. Ich will sehen, ich will fahren. Wahrscheinlich wieder nur einen Haken irgendwo reinmachen. Neue Schlösser, aber wenn man wie du im Geschäft ist, dann ist das kein Problem. Wunderbar. Das war's. Danke, Ralfi. Vorne einsteigen. Links, rechts gucken. Keiner da. Und die Karre gehört mir. Ah, Motor startet. Ja. Und dann wieder Karte neu laden.
die Mission heute Omerta. Eine, fahr hierhin, finde Frank, hol dir die Kassenbücher und leg ihn dann um. Einmal jetzt hin und her durch die Stadt fahren, wie gesagt. So, da bin ich bei dem einen Heini. Mal gucken, was er für Informationen für mich hat. Eine Grüße von Mr. Salieri. Wir müssen wissen, wo Sie Frank verstecken. Tut mir leid, Frag mal den Tony. Ja, toll. Das war das. Wo ist jetzt Little Tony? Irgendwo in einer anderen Walachei der Stadt. Ja. Nein, das Auto fährt echt gut. Bin sehr zufrieden. Dann fahre ich da jetzt mal zum Tony hin. Ja, da bin ich auch schon bei dem anderen Heini. Ja, erstmal anhalten hier. So, zack, aussteigen. Und wer, der hat jetzt keine Informationen für mich. Na Tony, wie läuft's? Mr. Salieri will wissen, wo die Bullen Consigliere Feind verstecken. Und Big Beef meint, du könntest was darüber wissen. Ja, die Sprache kann wieder mal ein bisschen lauter. Alles klar, Tom, ich weiß nicht genau, wo sie Frank verstecken, aber ich weiß, dass da kürzlich so ein schräger Vogel war. Der hat was von Frank und den Bullen gezwitschert. Joe, der Idiot, weil er ein Vollidiot ist. Der hängt oft auf dem Gelände unter der... Du erkennst ihn an seiner Glatze. Danke, Tony. Ja, was an gut. seiner Glatze. Ja, das heißt, wo muss ich jetzt schon wieder hinfahren? Wieder irgendwo da hoch, keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder 300 Stunden, 20, 30 Kilometer. Ja, ich bin, ihr merkt ja, ich bin ein bisschen im meckerischen Ton so, aber es liegt einfach daran, dass ich irgendwie in letzter Zeit jetzt hier für die Mission so viel hin und her fahren musste durch die Stadt. Und, ja, ich muss halt immer mit Tempobegrenzer fahren, weil ich habe keine Lust, von der Polizei erwischt zu werden. Was soll ich immer? Ich bin Frank, bring die Kassenbücher und leg ihn. Sie sehen doch alle. Verschwinde! Das ist doch hier, ne? Hau ab! Verschwinde, verzieh dich, hau ab! Naja, diese Fahrereien sind auf jeden Fall irgendwie das Nervige an Mafia immer gewesen. Also, bis man dann überhaupt mal irgendwo ankommt. Hä, hey, was finde Frank wohl die Kassenbücher und lege ihn dann um? War das jetzt die Stille oder nicht? Ich meine, die sahen alle sehr auffällig aus. Ich werde die jetzt einfach mal abknallen und hoffe, dass ich... Ich meine, ich kann jetzt... Doch, die Karte kann ich aufrufen. Das müssen die Jungs sein hier. So, redet ihr jetzt mit mir? Ich hab gewonnen. Ich verrate dir auch alles. Ich bin ganz Ohr. Ja. Frank hat mit den Bullen abgemacht, dass sie nach Europa schleust, wenn er in die Kassenbücher gibt. Du solltest dich beeilen. Er reist nämlich heute an. Ja. Sie halten ihn in einem Schuppen gegenüber dem Tennisplatz in der Oak Alley versteckt. Mehr weiß ich nicht. Jetzt hab ich dich. Ruhe, du Ratte. Du hast mir sehr geholfen, Joe. Komm das nächste Mal schneller zur Sache. Ja. So bringt man sie zum Reden. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da irgendwo ganz da unten hin. Okay. Ja, das will ich euch wieder nicht antun. Dann fahre ich da doch mal hin. Ach. So, da bin ich. Das ist übrigens genau in der Nähe von diesem Ort, wo ich das Auto da vorhin klauen musste. Das heißt, ich musste jetzt irgendwie zigmal die gleiche Strecke zu den gleichen Orten hin und her fahren. Aber jetzt bin ich ja endlich da. Highway Patrol. Mann, das war knapp. Die sind ganz schön besorgt um Frank, wenn sie ihn in einem gepanzerten Wagen rumfahren. Ich hänge mich mal an sie ran. 40, natürlich. Oder erstmal nicht. Wo sind sie denn?
Ich sehe sie. Ach, da hinten ist das Auto.